Hallo zu einem Let's Play von Don Red Horse on Feed the Beast Direwolf 21.10. Hi, da sind wir wieder. Bringer of Light und Don Red Horse und Direwolf. Fast alles dies, außer das B vom Bringer of Light. Ja, was wir machen wollen ist, ihr seht unten bei mir schon, ich habe meine volle Rüstungsstärke erreicht. Weil ich habe meine Rüstung ein bisschen verbessert. Und zwar habe ich das erste Upgrade draufgepackt. Und bei meinen Dunkelstiefeln habe ich schon einmal Kolben drauf. Yeah. Step Assist und höher springen. Und das will ich jetzt zeigen, wie das geht, indem der Bringer of Light das auch macht und ich ihm das erkläre, wie das geht. Jo. Also, wenn du die über die Rüstung geht, dann steht da, man kann mit Shift dir anzeigen lassen, was man machen kann. Und Das erste Upgrade, was du machen musst, ist verstärkt. Und das ist ein... das kann man mit dem gucken. Bei mir ist es Empowered Vibrant Crystal plus 4 Levels. Genau, also 4 Level braucht man Experience, weil man es im Amus machen muss. Und dann den dynamischen Kristall. Der dynamische Kristall ist ein Smaragd mit dynamischen Nuggets drumherum. Die dynamischen Nuggets bekommt man aus diesem Vibrant Alloy. Und das Vibrant Alloy aus der Legierungsschmiede mit einer Enderperle und einer energetisierten Legierung. Boah, Gott. Und die energetisierte Legierung, die kriegt man Glowstone, Redstone und Goldbahn. So, ich war mal so frei und hab dir schon ein bisschen was gecraftet. Ja, du kannst ja gern für mich craften. Ich guck zu und dann sehen das auch die Zuschauer. Ja, ja. Und wir haben auch schon Enderperlen. Die können wir schon bald aus selten rausholen. Ich habe schon über 2 Stacks. So, hier in die Legierungsschmelze. Die muss man auf Legierung tun. Dann kannst du die da reintun. Welche ist das jetzt? Die energisierte Legierung, die hier oben, diese da, die da. Die. Der hier über dem Knopf. Ja. So, und ich tue die Enderperlen rein. Das dauert ein bisschen. So, dann brauchen wir noch. Ich habe schon was vorbereitet. Also einen Satz habe ich und dann brauchen wir 4. Smaragde. 4 Smaragde und 4 dynamische Nuggets. 9. Damit kannst du schon den ersten machen. Einfach Smaragde in die Mitte und die Nuggets drumherum. Du kannst. Nee, komplett. Du kannst übrigens gedrückt halten und ziehen. Dann verteilst du die. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich mach's schon immer automatisch. So. Du hast einen Vibrant Crystal. Genau, nimmst du raus. Und dann gehst du zum Amboss. Und. Da hab ich einen Nugget zu viel und 3 Emeralds zu viel. Ja, die kommen ja gleich noch. Und dann gehst du zum Amboss und nimmst deinen Helm oder sowas. Und tust den Helm ins linke Fach und den Vibrant Crystal ins rechte. Ja. Der schon fast kaputt ist. Ja, das ist okay. Das ist egal. Die können wir nachher nochmal upgraden. Sollten wir dann mal machen zwischendurch. Hast du gemacht? Nee. Wichtigste vergessen. Ja, 4 Level. Du brauchst also insgesamt 16, logischerweise, weil du machst es 4-mal. Irgendwo gab es mal einen automatischen Amboss, ich glaube bei Mine Factory Reloaded. Da konntest du XP reinpipen. Dark Helm empowered. Ach so, ich kann klopf, ihn gar klopf, klopf. Ich kann sie nicht sehen. So, jetzt hast du den Dark Helm und den packst du dann, wenn du hier in den Capacitor rein. Den hier, ne? Kannst du da rein tun. Und dann lädt er sich auf. Und wo? Unten da, wo diese Elektrozacken sind. Dann bin ich jetzt gerade im falschen Gerät. In dem da. Der da, ja. Genau, siehst du, jetzt wird er aufgeladen.
Und wenn er halt aufgeladen ist, wenn man mit Shift drüber hält, dann zeigt er ihm das an, dass er halt Hälfte des Haltbarkeitsschadens von Energie absorbiert wird. Und wenn du den dann jetzt noch mehr verstärken würdest, das wäre der nächste Level. Dafür brauchen wir dann einen Basiskondensator, da kriegen wir und 6 Level. Dann hast du dann noch weniger Haltbarkeit, die du verlierst und so weiter. Und wenn du dir mal die anderen Sachen anschaust, du kannst auf dem Helm noch jede Menge draufpacken. Zum Beispiel, wenn du einen Notenblock draufpackst, da hast du einen Schalldetektor. Soundblocator. Hast einen Schalldetektor, weißt du, von wo der Sound kommt. Wenn wir einen Trank der Nachtsicht brauchen und da draufpacken, dann haben wir Nachtsicht. Super cool. Solar finde ich cool. Solar ist auch geil, weil dann geht der nämlich hin und lädt deine ganze Rüstung, solange du in der Sonne bist. Auge des Arboristen bei mir im Deutschen, das ist was für dich. Das ist nämlich, Naturalist's Eye. genau, das ist nämlich diese Linse für die Bäume, um zu sehen, ob die Bäume sich verfärbt haben durch die Bienen. Dann gibt es die Imkerhaube, die du auch noch draufpacken kannst. Die müssten wir erstmal craften. Ja, klar, muss er. Und dann gibt es die OnePro. Die OnePro müssen wir uns nochmal später anschauen. Damit kannst du immer sehen, was du anschaust. Dann brauchst du diesen Weiler nicht mehr. Und so geht's weiter. Auf dem Dunkelbrustpanzer, da kannst du drauf tun. Ein Gleiterflügelpaar. Das ist genial. Und dieses das Elytren. Elytra von 1.10, dieses Kann man L. immer nur ein was oder kann man wirklich alles draufpacken? Alles, was du da siehst, kannst du draufpacken. Yeah. Beim Beinschutz wird es dann interessant. Da gibt es den Trank der Schnelligkeit. Hihi, dann wirst du schneller. Es ist aber auch so, dass du immer weiter freischaltest, ne? Also du kannst dann das nochmal erhöhen, teilweise, indem du halt noch mehr draufpackst. Und Geht das bei. bis Level 3 oder? Ja, normal schon. Und dann gibt es bei den Dunkelstiefeln zum Beispiel Schwimmflossen. Das sind Seerosenblätter. Flippers heißen Genau. die im Englischen. Genau, dann bist du besser, schneller im Wasser und halt Kolben. Damit kannst du besser springen. Hä? Das steht bei mir nicht da. Für mich Ja, steht Empowered, Flippers und APR Wrist Shoes. dann müsst du noch mehr. Vielleicht kommt es erst, nachdem du empowered bist. So. Hier hast du noch mal ein paar Nuggets, da kannst du noch mal ein bisschen basteln. So, wie viele Kolben haben wir? Zwei Kolben sind noch drin. Drei. Ich klau mir noch mal einen Kolben. Und ein bisschen XP. Und hol mal meine Schuhe runter. Musste ich meine Rüstung bald mal reparieren. Die geht ja nicht kaputt, wenn sie bei null ist. Hält ja Nee, einfach nur nicht mehr, oder? die geht nicht kaputt. Nee, sollte nicht kaputt gehen, hoffe ich. Also wie diese Bronzesachen es macht, gibt dann einfach ein Geräusch und danach ist das Ding nutzlos, bis es repariert ist. Ehrlich gesagt ist mir das noch nie passiert. Keine Ahnung, werden wir sehen. Nein, wir sollten sie vorher reparieren. Also auch bevor sie zu stark kaputt geht, weil wenn wir sie jetzt aufrüsten, wäre es dann blöd. Ah, Seerosenblatt. Yes. Ich bringe dir What is ein. your profession? Blacksmith. Ich bringe dir mal ein Seerosenblatt mit. Und dann Ich sollst du habe doch auf. genug gebaut, eingesammelt. Ja, genau. Und dann sollst du auf jeden Fall auch zwei Kolben Bräuchte drauf. was, womit man unter Wasser atmen könnte. Das wäre toll. Das Glaube, das ist dann gibt's. Magic, irgendwas, oder? Ringe oder so. Blood Magic gibt's. Da kann man das machen, ja. Also die Blood Magic Rüstung ist eigentlich noch genialer wie diese Dunkelstahlrüstung. Oder Wo tue ich denn die Nuggets hin? Hier die Birkentruhe einfach. Das Problem ist, wir brauchen noch jede Menge mehr Smaragde. Wir haben jetzt momentan nur noch 6 Smaragde. Ja, noch 8. Alles empowered bei mir. Uäh. So, muss alles laden. Ist geladen? Hast du schon, okay. Ja. Ja, dann kannst du dir noch zwei. Ups. Ups. Ja, Zwei. jetzt steht da Pistons. Jetzt steht Pistons da. Ja. Aber jetzt brauche ich für die nächsten Level einen Basic Capacitor. Genau, damit kannst du erstmal die zwei machen jetzt zwei Pistons drauf, dann kannst du so hochspringen. Guck. Das sind zwei. Ich hab sie gerade auf den Boden geschmissen.
Drei Stück waren das. Okay. Ich meine, ein paar Level brauche ich noch dazu. 12 Level wahrscheinlich. Ja, es wird immer mehr Level. Ich mache mir auch noch einen dritten. Also je mehr Pistons du drauf machst, desto höher wird's, oder was? Genau, die Level gehen immer nach oben. Du Und kannst immer nur einen reinmachen. Ha. ja. Und Ah, das ist Level 8. ah, mir fehlt noch ein Redstone. Was halt auch ganz co cool ist, ist der. Was war das? Hast du jetzt den Amboss kaputt gemacht? Manu! Ah, ich dachte gerade, warum ist das Ding weg? Immerhin, die Boots sind noch Jump 3 und Flippers. Amboss Jetzt gucke ich mal, ist. was die Flippers machen. Es gibt einen Dunkelstahl-Amboss, der hält um Längen länger, aber das Problem ist, wir müssen erstmal Dunkelstahl machen. Ich will noch einen. Was mit den Flippers schwimmt man? Guck mal. Ja, du bist schneller. Jetzt lege ich mich gerne mit den Guardian an. Ja, ich bin eingefroren. Scheiße. Hallo? Flipper, lieber Flipper. Ja, ich bin eingefroren komplett. Super. Oh. Ist die Aufnahme stoppen? Ja. Bis gleich. So. Den Minecraft-Client wieder entfroren, indem ich ihn neu gestartet habe. Einen Amboss gebaut und Dunkelstiefel drauf, Kolben. Und ich habe dann verstärkt. Ah. Springen 3. Schreit- und Spuckhöhe erlaubt Dreifachsprünge. Und die Schwimmflossen haben wir. Was uns jetzt noch fehlt, ist Imkerschuhe und der Basiskondensator. Basiskondensator. Haben wir, glaube ich, noch einen rumliegen? Nee. Ist aber im Endeffekt das Gleiche. Bedeutet halt, ihr könnt mehr Strom speichern auf den Dingern. Dann halten sie länger durch. Und der Schaden wird noch weniger auf die Rüstung selbst. Also eine voll ausgestattete Rüstung mit allen Kondensatoren hält eigentlich ewig und ist super resistent. Und man kann das Zeug halt upgraden. Wie gesagt, bei den Sprungstiefeln, Fall Damage ist jetzt fast null. Bei dem Beinschutz kriegt man halt noch Schnelligkeit drauf. Was interessant ist, bei dem Dunkelbrustpanzer halt den Gleiterflügelplan, wirklich cool. Dreimal hochspringen, dann Gleiter an und man gleitet irgendwie eine Riesenstrecke. Muss man jetzt nur noch aufpassen, weil man auf einmal jetzt überall Stepp ist. Das heißt, das kann man doch ausschalten. Da gibt es Config in den Optionen für bei der Steuerung. Die Dunkelstahlrüstung hat einen eigenen Part, wo man dann den Sprung ausschalten kann, die Stufenhilfe, den Nachtsicht ausschalten kann und so weiter. Also wirklich eine coole modulare Rüstung, die super was bringt, meiner Meinung nach. Ist mein Liebling, seitdem ich damit angefangen habe. Und die Blood Magic. Also Blood Magic ist dann nochmal ein Level höher. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Und die nächste Folge machen wir die Mob-Spawn-Dings fertig. So, und bis dann. Ciao. Tschüss.